kleine Fee Elsa. Immer nur fliegen und Sternenglanz streuen. Dazu hatte Elsa nun wirklich keine Lust mehr. Ihre Flügel taten ihr weh vom vielen Herumfliegen. In der Feenschule war es ihr einfach zu langweilig. Elsa liebte Esel über alles. Naja, noch mehr liebte sie Elefanten. Eigentlich liebte sie alles, was grau ist. Erschöpft legte sich Elsa auf ihr Bett und schlief ein. Da kam Vater Mond vorbei und schickte Elsa einen schönen Traum. Elsa sollte den Weihnachtsmann statt der Engel begleiten. Am nächsten Tag war es dann soweit. Elsa wurde vom Weihnachtsmann gerufen. Er bat sie um dringende Hilfe. Die Engel und auch die Rentiere hatten sich eine Erkältung eingefangen und konnten heute nicht zum Einsatz kommen. So holten die Weihnachtswichtel den Esel aus dem Stall. Elsa setzte sich auf den Esel und der Weihnachtsmann machte sich mit Elsa und dem Esel auf den Weg in den Weihnachtswinterwald, um die Geschenke für die Menschenkinder von den Trollen zu holen. Am Abend, als sie wieder zurück waren, dankte der Weihnachtsmann Elsa für ihre Hilfe und schenkte ihr eine schöne graue Wollmütze. Was für ein schöner Tag, dachte Elsa. Morgen würde sie gern wieder in die Feenschule gehen. Tschüss, Kinder!